Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung. Auf den Punkt heißt sie. Ja, und mein heutiger Gast spricht ein Thema an, was eigentlich schon seit gut 2 Jahren in Berlin für Aufregung bei vielen Vätern und Müttern sorgt. Es geht um das Thema Masern und es geht um das Thema Impfpflicht. Sie greifen um sich und können schwere Folgeerkrankungen auslösen. Masern in Berlin. Seit gut 2 Jahren Dauerthema nicht nur in den Kindertagesstätten der Stadt. Allein in diesem Jahr schnellte die Zahl der gemeldeten Masernfälle auf über 20 Fälle hoch. Hauptproblem sind immer noch die Eltern, die nicht genug immunisiert sind und daher die Kinder anstecken. Allein im vergangenen Jahr erkrankten deutlich mehr Menschen an Masern als in anderen Bundesländern. Das Ziel der Weltgesundheitsorganisation ist es ja bekanntlich, die hoch ansteckende Krankheit auszurotten. Damit das gelingt, dürfte es pro Jahr in Berlin nicht mehr als 4 Fälle geben. Doch davon sind wir weit entfernt. Nicht nur deshalb fordert jetzt die Berliner CDU, allen voran ihr gesundheitspolitischer Sprecher, nur noch Kita-Plätze an geimpfte Kinder zu vergeben. Doch ist damit das Problem gelöst? In Berlin hatten 2016 ungefähr 7.300 Kinder im Alter von 2 Jahren keinen ausreichenden Masernimpfschutz. Fragen wir nach bei der Berliner CDU. Kommen Sie bitte auf den Punkt, Gottfried Ludewig. Ja, mit dem Thema Masern, mit dieser schwierigen Problematik will Gottfried Ludewig, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, ausgerechnet in den Deutschen Bundestag. Guten Abend, Herr Ludewig, schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Und wie viele Briefe, wie viel Post haben Sie denn schon von besorgten Müttern und Vätern bekommen, die sagen, wie könnt ihr sowas fordern als CDU? Auch davon sehr wenige bisher, um ehrlich zu sein. Aber wir haben eine Unmenge an Kommentaren, an E-Mails, ja, auch an Briefen bekommen, die sagen, richtiger Schritt, und wir freuen uns sehr über die Unterstützung. Drüsseln wir das Ganze nochmal auf. Also ich sagte es ja eingangs, seit fast 2 Jahren geht dieses Thema Masern. Haben wir es immer mehr mit renitenten Impfgegnern zu tun, also mit Eltern, die sagen, dort macht das Kind schon von alleine durch und dass dadurch natürlich auch ja, volkswirtschaftlich uns ein Schaden entsteht? Es entsteht vor allem eine ganz große Gefahr für die Kinder, weil ja nicht alle Kinder geschützt werden können. Kinder können erst geimpft werden ab circa 1 Jahr. Das heißt, Kinder unter 1 Jahr sind eigentlich die Hauptrisikogruppe. Und wenn die sich anstecken, wir reden hier nicht über irgendwelche Kindereien, dann werden die nicht nur krank und bekommen Fieber, sondern können teilweise bei Verschlimmerung auch daran sterben, wie wir es zuletzt 2015 leider mit einem sehr traurigen Todesfall hier in Berlin erlebt haben. Das, woher kommt es? Weil ich spreche ja schon von einem volkswirtschaftlichen Schaden, weil ich denke mal, wenn viele Kinder denn zu Hause bleiben müssen, die sind die Eltern ja denn mit krank geschrieben. Das heißt, da wird denen ja denn mindestens 2-mal bewusst, einmal an der Krankheit des Kindes und einmal, dass sie nicht zur Arbeit gehen können. Aha, das ist eine schwerwiegende Erkrankung, Masern. Das macht man mal eben nicht so nebenbei durch. Bloß ich frage mich, woher kommt es? Also so vom Bauchgefühl her, war das schon immer da, dass es so eine latente Impfgegnerschaft gab? Oder ist es eher so angestiegen? Haben vielleicht auch die Krankenkassen das ein bisschen versäumt, mehr Werbung zu machen, was das Thema Impfen angeht? Ja, ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren hat das schon zugenommen. Da gerade damit, dass es weniger Masernerkrankungen gab, haben plötzlich einige gedacht, das ist ja gar nicht so gefährlich, jetzt soll das Kind da mal alleine durch und dann härtet sich das Kind da ab. Und das ist eben ein Trugschluss. Ja? Wenn wir heute sehen, das Robert-Koch-Institut hat das letztens nochmals verifiziert, dass wir allein für den Geburtenjahrgang 2013 über 7.000 Kinder in Berlin haben, die nicht geimpft sind, dann sehen wir, dass wir hier nicht über ein paar wenige reden, sondern über eine zunehmend große Zahl. Und das macht uns große Sorgen. Bloß wer macht da was falsch? Die Kinderärzte, die nicht genug aufklären, das Gesundheitswesen, wie man früher im Osten gesagt hätte, also dass da gleich von staatlicher Seite aus, ich glaube sogar Gesundheitsminister Gröhe und sein Vorgänger, glaube ich auch schon, haben ja schon diese ja, verpflichtende Geschichte ins Spiel gebracht. Ne? Ja, ich glaube, wir müssen ja feststellen, dass alle Appelle, die wir gemacht haben, wir haben die letzten Jahre, das ist ja seit 2014, 15, 16, das ist ein zunehmendes Thema und immer wieder haben wir appelliert. Es gab Informationskampagnen. Ich glaube, wir müssen feststellen, dass diese Informationskampagnen nicht ausreichend waren. Jetzt kann man sagen, waren es zu wenig Flyer oder waren es zu wenig Sprechstunden. Aber am Ende müssen wir feststellen, es greift nicht, wo auch immer der Grund ist. Und deshalb ja auch die Überlegung, müssen wir nicht jetzt stärkere Maßnahmen ergreifen, um die Kinder zu schützen. Deswegen machen wir heute Abend auch diese Sendung, weil ich mich frage, ist natürlich schon eine krasse Forderung, die Sie als CDU und natürlich auch persönlich als Gottfried Ludewig aufgestellt haben, zu sagen, es sollen nur noch die Kinder in die Kita dürfen, die auch wirklich einen Impfnachweis haben, also wirklich geimpft wurden. Ja. Wie wollen Sie denn das kontrollieren überhaupt?
Naja, wir kontrollieren auch heute schon bei den Kitas, ob die eine Impfberatung hatten. Das heißt, die müssen einen Schein mitbringen vom Arzt, dass sie das gemacht haben. Und heute würden wir einfach im Kern einfach verlangen, dass wenn ein Kita-Platz verteilt wird, dass man seinen Impfpass mitbringt, wo das ja ganz einfach nachlesbar ist, ob das passiert ist. Und ich glaube, dass wir das gerade zum Schutz für die Kinder zwingend machen müssen, weil ich ja, wie ich vorhin gesagt habe, einige Kinder gar nicht schützen kann. Also sie kann ich noch nicht impfen. Und das heißt, am Ende spielen wir hier mit dem Leben von Unschuldigen und da muss der Staat dann eingreifen. Kann man das in Zahlen ausdrücken? Sie sagten 7.000 Nicht-Geimpfte. Ja. Aber die Dunkelziffer, kann ich mir vorstellen, ist da oder wird das irgendwo zentral erfasst, dass es da eigentlich gar keine Dunkelziffer gibt? Nein, es ist eine Schätzung vom Robert-Koch-Institut. Das können wir natürlich nicht zu 100% nachvollziehen. Aber trotzdem, ich finde, das, was das Robert-Koch-Institut zeigt mit seinen Stichproben, ist gerade das in Ballungszentren, das ein enormes Problem ist. Und Berlin hat die größte Anzahl nach diesen Statistiken von nicht geimpften Kindern, 7.000. Und gerade hier ist ja das Ansteckungsrisiko so groß, weil hier begegnet man sich jeden Tag in der U-Bahn, in der Kita, in den Schulen. Und so kann das ganz schnell zu einer Epidemie werden und damit ganz breite Bevölkerungsteile gefährden. Ich will trotzdem noch mal einen Aspekt der Impfgegner aufgreifen. Was sagen Sie all jenen, die sagen, ach, die Kinder können das vertragen, die machen das von selber durch, das ist sogar gut fürs Immunsystem. Also woher haben diese Eltern diese Expertise, um das zu sagen? Ja, das ist die Frage, die ich mir auch stelle. Also wenn ich, der Präsident der Berliner Ärztekammer, Günther Jonitz, hat das so schön in den letzten Tagen... Der hat sie auch gelobt. Der hat es auch mit einem schönen Zitat auf den Punkt gebracht. Der sagte, naja, sie können auch Kinder mit einem Bobbycar über eine rote Ampel schicken, um sie gegen den Straßenverkehr abzuhärten. Ja. Vielleicht hilft das ja neuerdings auch. Nein, es ist eine ernstzunehmende Erkrankung. Kinder sterben daran. Es ist ein Virus. Es ist ein Virus, wird über eine Tröpfcheninfektion. Also wenn ich jetzt in der U-Bahn irgendwo sitze und ein ungeimpftes Kind sein Brötchen gegessen hat und mir jetzt in der Sendung mit Gottfried Dudewig so mal den Finger auf den Mund lege, könnte ich mich mit Masern, wenn ich nicht geimpft bin, ja, oder anstecken. Wenn das Kind schon husten würde und da kommen kleine Tröpfchen und Partikelchen los, also könnten Sie sich auch schon infizieren. Oder wenn Glas nicht richtig gereinigt ist, gibt es Unmengen, ja. Geht ja vor allem dann in der Kita, gerade wo sich viele Kinder treffen, ganz schnell sozusagen von einem Kind zum anderen, damit zu den Eltern, damit in die Schulen und damit haben wir dann ein Riesenproblem. Und nochmal auf den Punkt, weil sie gesagt hat, kann man sich dagegen abhärten? Klar kann man sich dagegen abhärten, wenn man das Risiko eingehen möchte. Es gibt auch Statistiken, die sagen, 1 von 1.000 Kindern, die das bekommen, haben massive Gesundheitsprobleme und haben die Gefahr, auch eine Gehirnentzündung zu bekommen, die Nervenzellen schädigen und dann am Ende daran zu sterben. Ich wollte gerade sagen, also das ist so einfach, also zumindest wenn man sich bei Google da beliest, ist es ja nicht mit der Infektion. Das heißt, die Ursache an sich oder die Entzündung oder die Reaktion an sich auf das Virus mag abklingen, aber die Kettenreaktion zieht sich noch durchaus weiter. Ne? Absolut, genau. Und das ist ja gerade die Gefährdung, auf die wir auch aufmerksam machen wollen. Kinderkrankheit klingt so verniedlichend. Daran sind früher Tausende und Abertausende von Kindern gestorben. Wir freuen uns, dass wir die Masern fast eingedämmt haben und jetzt müssen wir plötzlich feststellen, es gibt wieder steigende Zahlen. Und da müssen wir, glaube ich, als Politik auch sagen, und deshalb haben wir, habe auch ich es gesagt, hier müssen wir einschreiten. Diesen Trend müssen wir stoppen. Wir reden hier nicht über irgendwelche Kinderkrankheiten, die irgendwie nicht ernst zu nehmen sind. Wir reden über eine der gefährlichsten Krankheiten, die es gibt und wo wir froh sein können, doch, dass es diesen Impfstoff gibt, wo zumindest auch nachgewiesen ist, dass es in 99,999% der Fälle keinerlei Probleme gibt. Und das sollten wir anwenden und nicht irgendwelchen Horrormärchen im Internet glauben. Forderung, okay, wenn ein Kind in die Kita kommt, soll es auf den Impfschutz überprüft werden. Was machen Sie mit all jenen Kindern, die vielleicht ungeimpft bereits schon einen Kita-Platz haben und dort potenziell andere anstecken? Ja, das ist ein zweiter Teil auch in unserem Papier. Also wir haben ja einen Antrag geschrieben, der in die Plenarsitzung im kommenden Donnerstag eingehen wird, wo wir einen weiteren Punkt gemacht haben, gesagt haben, wir müssen natürlich auch in den Kitas weiter Aufklärung machen, aber eben nicht nur aufklären, sondern wir müssen vor allem dafür sorgen, dass auch ein Arzt vor Ort ist, der anbietet, ich impfe übrigens jetzt auch dein Kind. Also wie in vielen großen Betrieben, wo gesagt wird, Freitag ist Grippeschutzimpftag. Genau. Wir als Unternehmen schützen Sie als Mitarbeiter und impfen jetzt alle mal durch. Weil viele ja natürlich träge sind, gehe ich jetzt zum Arzt, setze mich dahin, warte ab etc., dass quasi auch so ein mobiler Arzt in die Kita kommt. Ja. Genau, dass ein mobiler Arzt vor Ort ist. Das gab es früher auch in den Schulen bei Rötelnimpfungen und anderen Sachen.
dass jemand es auch anbietet, weil das ist ganz wichtig, dass wir eben jetzt auch die Generationen, über die das nicht erreicht haben, und das sind ja einige, bis in die Schulen, bis in die Universitäten, das anbieten, aber wir können nicht verlangen, jetzt geht alle zum Kinderarzt, wenn jetzt morgen wahrscheinlich alle plötzlich mit ihrem Kind zum Kinderarzt rennen, sagen alle zurecht, ich kriege gar keinen Termin. Also insofern glaube ich, ist hier auch die Senatorin, ist die politische Leitung hier im Land Berlin dafür verantwortlich. Das meinen Sie nicht auch, dass eher der Schwenk dahin gehen wird, wieder leider Gottes, dass man sagt, naja, die Leute sollen selbst entscheiden, Freiwilligkeit etc.? Ja, zwingen, ich werde sie auch nicht zwingen können, wenn die heute schon einen Kita-Platz haben. Hm. Aber ich kann es natürlich leichter oder schwerer machen, um geimpft zu werden. Und ich möchte es leichter machen und möchte mich nicht damit aufhalten, jedes Jahr die Erklärung der Senatorin zu lesen, bitte impft euch. Ich möchte den Leuten konkret helfen. Und ich glaube, wenn ich der Mutter A einen Flyer gebe und sage, pass auf, das sind übrigens die Gefahren, bitte liest ihr das mal durch. Und B sage, nächste Woche kommt übrigens der Kinderarzt und bietet es an. Dann sagt ihr, ach Moment, habe ich überhaupt die Impfung aufgefrischt? Weil das ist nämlich der Witz, die Impfung müssen sie zweimal machen. Einmal und dann nach 4 Wochen ein zweites Mal, damit es lückenlos geimpft. Und als Erwachsener muss man auch nochmal checken lassen, wie die Antikörper, nee, sie können, oder? Bei Masern reicht es, wenn sie 2 Impfungen haben. Sicher? Nur ganz viele haben... Nur eine, oder? Aber ganz viele haben nur eine, weil die zweite, weil die Auffrischungsimpfung, oder nicht die Auffrischungsimpfung, die lückenlose Impfung, erst durch die zweite Impfung geschieht. Und das vergessen viele, weil viele denken, na, ich habe jetzt ja mein Kind mit 12, 13, 14 Monaten geimpft und dann denkt keiner mehr daran, irgendwie ein halbes Jahr später das zu machen. Herr Ludwig, ja. Wir wollen gleich nach einer ganz kurzen Werbepause das Thema Masern aufgreifen und dann noch viele, viele andere Themen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielleicht nutzen Sie auch die Gelegenheit, mal Ihren Impfpass rauszusuchen. Checken Sie einfach mal, ob Sie die zweite Auffrischungsimpfung in Sachen Masern sich und vielleicht auch für Ihr Kind bereits getätigt haben. Bis gleich, bleiben Sie dran.